Moin, moin. Heute ist es ein bisschen schief. Also euer Gerät ist nicht verkehrt, aber der Boden ist hier schief. Also ist auch mein Foto ein wenig schief. Und deshalb versuche ich auch ein bisschen schief zu gucken. Also ich hoffe, es geht euch gut. Das ist wieder ein kleiner Update von Glastonbury. Und zwar, ja, wir haben ein wenig Lockerung bekommen. Wir sind noch immer nicht rausgegangen. Was ich gehört habe von anderen ist, dass in manchen Geschäften dieser soziale Abstand gar nicht mehr gewürdigt wird und dass einige damit nicht zufrieden sind. So wie zum Beispiel im Proper Job ist gar kein Abstand mehr und die Schlangen sind sehr groß und deshalb gehen einige jetzt dort nicht einkaufen. Ansonsten kann man sehen, dass die Menschen wieder umhergehen mehr, aber die Abbey hat noch nicht auf und deshalb, was soll ich da umhergehen, wenn da nichts ist? Also deshalb bin ich auch noch drin. Die Abbey ist noch zu. Mal sehen, vielleicht ist die im Juni oder so wieder auf. Und ja, manchmal hört man Getrommel von Richtung Tor, aber das Tor ist doch schon ein wenig entfernt von mir. Ich denke, ich müsste so eine halbe Stunde oder so laufen. Das wäre ja nicht das Ding, aber ich hatte doch im November, habe ich mir doch beide Knöchel verstaucht gehabt. Und so ganz ist das noch nicht weg. Und eine halbe Stunde laufen und ist nicht so das Wahre. Komischerweise kann ich aber tanzen. Das ist kein Problem, aber laufen geht nicht. Ja, vielleicht beim Tanzen kann man eine andere Haltung annehmen. Könnte das sein? Ich habe in dieser Woche viel gemacht für mich, indem ich Webinare besucht habe, die mich darauf vorbereitet haben, doch einen Kurs im Videokurs machen. Moment, die haben mich vorbereitet in einen Kurs, um einen Videokurs zu machen. Ja, das ist richtig. Und das werde ich, denke ich mal, nächste Woche anfangen. Und deshalb habe ich auch mich sehr darauf konzentriert, das Material dazu gelesen, weil da ist ja auch viel Marketing. Und was würdet ihr eigentlich für einen Kurs von mir sehen wollen? Schreibt mir doch mal, was würdet ihr sehen wollen? Was würde euch interessieren? Könnt ihr mir gerne schreiben. Und wenn ich hier auf YouTube, dann doch auf meiner Webseite, das würde mich freuen. Also das habe ich gemacht. Dann habe ich noch weiter ein wenig an den Karten gearbeitet, also die Texte. Und ja, das übliche Garten, Kochen. Meine vegane Küche ist zur Spitzenküche befördert worden. Spitzenkochküche. Und das natürlich. Und ja, jetzt kommt's. Ein ganz anderes kleines Update. Anschluss an diesem Update poste ich euch etwas, wie man ein menschlicher Baum wird. Wir wissen ja, dass Bäume die Energie vom Universum, vom Kosmos durch die Krone aufnehmen und das hinuntergeht in Mutter Erde. Aber auch gleichzeitig, dass sie dann in der Erde, dass da ein Kommunikationsnetzwerk gebildet wird mit anderen Lebewesen und dass aber auch gleichzeitig wieder ein Zurückfluss geht zu Mutter Erde. Und vor vielen Jahren, das war glaube ich 2008 oder nein, muss 2007 oder 2006 gewesen sein, bin ich inspiriert worden in Amerika. So, jetzt geht's schnell weiter, weil ich hatte keinen Storage mehr, keinen Platz. Also ich hatte einen Zauberbaum, so nannte ich ihn in Amerika. Und da habe ich in der Zeit, als ich ein Buch geschrieben habe, jeden Tag saß ich unter ihm, auch mit meinem wunderhaften Hund, den ich dort hatte. Wir saßen da beide immer zusammen drunter und auch eine Katze, die dazu gehörte. Und irgendwann bei einer Meditation unter dem Baum, als ich auch über Bäume geschrieben habe, kam mir diese Inspiration von durch den Baum in Kommunikation mit dem Baum, dass wir von Bäumen lernen können und wie ein Baum sein können, dass wir mit einer bestimmten Übung die ganze Energie vom Kosmos hinunterziehen können in unser Herzchakra oder da, wo das Herz ist, und dann das mit Liebe durch unsere Füße durch in den Boden, ins Herz von Mutter Erde schicken können und noch mehr. Und das habe ich aufgenommen, weil ich das mit euch teilen möchte, besonders auch für diese heutige Zeit und auch, weil man vielleicht nicht so überall immer hingehen kann. Und das hatte ich letzte Woche angefangen und da war das Wetter nicht so gut. Nun, das ist Energiearbeit, das weiß ich, aber ich hatte es vergessen. Mein Perfekt. Und nochmal das Ganze. Ich hatte schon wieder keinen Platz mehr, aber ich habe jetzt gefunden, wo ich den Mülleimer im iPhone
entleeren kann. Und jetzt ist genug Platz. Also, ich hatte das Video gemacht und mehrere Male, weil ich fand, das sah nicht gut aus. Ich habe gemeckert, dies sah nicht so aus, dann sah das nicht so aus. Dann, ich habe hier auch nur einen limitierten Platz, wo ich was machen kann. Ich kann ja nicht irgendwo hingehen, wo viele Bäume sind, wo es eine schöne Ambiente ist. Natürlich ist mein Apfelbaum schön, aber das ist doch nicht dasselbe, als wenn man draußen ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das 4, 5, 6 Mal aufgenommen und wunderte mich dann, dass es mir nicht so gut ging. Ich hatte zu viel Energie aufgenommen und musste dann erstmal so einen Tag schlafen und hatte, ja, es war einfach zu viel. Also, wenn ihr die Übung macht, 3-mal jedes. Aber das werde ich auch noch in dem Video, werde ich das auch noch besprechen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sagt mir Bescheid. Habt ihr Interesse, dass ich einen Kursus mache? Und was für ein Kursus würde euch interessieren? Bis dann. Alles Liebe, alles Gute. Wir atmen jetzt die ganze Energie vom Himmel ein und sammeln das im Herzchakra und atmen aus und geben es zur Mutter Erde. Lassen es tief hinein zur Mutter Erde fließen. Ja, nochmal. Die einatmen, die Energie vom Universum holen zum Herzchakra, spüren und ausatmen und zur Mutter Erde. Und jetzt atmen wir ein, nehmen die Energie von Mutter Erde bis zum Herzchakra und atmen aus und geben es dem Universum. Die Energie von Mutter Erde einatmen zum Herzchakra, ausatmen und in den Kosmos. Und jetzt atmen wir die Erde von Mutter Erde ein, durch die Sohlen unserer Füße bis zum Herz und vom Kosmos. Und atmen aus und lassen es um uns herum fließen. Und jetzt kommt das Ganze nochmal, den ganzen Ablauf und dies Ganze, jetzt dieses Set, wie ich das in einem durchgefilmt habe, das ist das, was ihr täglich machen könnt. Nicht mehr als das, nur das. Einatmen, Liebe von dem Himmel holen, Herzchakra abgeben an Mutter Erde. Einatmen, ins Herzchakra abgeben an Mutter Erde. Und jetzt von Mutter Erde ins Herzchakra einatmen, ausatmen, abgeben ins Universum. Von Mutter Erde einatmen, Herzchakra abgeben ins Universum. Und jetzt von beiden Seiten einatmen, von oben, vom Himmel. Und von Mutter Erde im Herzchakra sammeln und um uns herum fließen lassen, wenn wir ausatmen. Wenn man diese Übung öfter macht, dann wird man merken, dass man klarer in den Gedanken ist und dass sich Dinge einfacher manifestieren können und dass man geerdet ist und gleichzeitig dennoch angeschlossen ist. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.